damit herzlich willkommen zu der nächsten Ausgabe von Monday Night Raw. Und heute haben wir im Main Event einen weiteren Titelkampf. Wir haben Alexa Bliss, die ihren Titel gegen Rhea Ripley verteidigt, nachdem sie vor zwei Wochen den Koffer eingecashed hat, um den Titel zu gewinnen. Außerdem haben wir Sheamus gegen Nakamura und so viel mehr. Und die Show starten wir mit unserem Mr. Money in the Bank, Randy Orton. Und sein heutiger Gegner ist Jinder Mahal. Randy Orton, sein nächstes Match. Bisher war er echt noch nicht so erfolgreich. Und das als Mr. Money in the Bank. Aber jetzt geht's los und auch hier Jinder macht ihm direkt ein paar Probleme. Wie vorhin schon gesagt, wir haben heute noch Sheamus gegen Nakamura. Der Gewinner wird nächste Woche gegen Edge antreten in einem Number One Contender Match, um herauszufinden, wer beim SummerSlam gegen AJ Styles um den WWE-Titel antreten darf. Also können wir auch sehr, sehr gespannt sein. Außerdem haben wir noch Ivar gegen unseren United States Champion Shelton Benjamin in einem No-Title-Match. Könnte aber auch sehr, sehr interessant werden. Gerade weil ja auch die Viking Raiders gegen das Hurt Business antreten werden, um die Tag Team Titel, und zwar auch beim SummerSlam, damit das auch offiziell bestätigt. Und jetzt gucken wir hier auf dieses Match. Jinder Mahal mit dem Neckbreaker gegen Randy Orton. Ja, wird Orton heute die nächste Niederlage mitnehmen? Oder kann er sich endlich hier mal wieder einen Sieg holen? Schöner Lufthouse Press jetzt, die Schläge gegen Jinder Mahal. Tritt hinterher. Jinder überrollt ihn jetzt und jetzt Schläge von Jinder. Darf man auch nicht unterschätzen hier. Jinder Mahal hatte auch bisher schon ein paar Single Matches. Gegen Ricochet zum Beispiel, was er gewinnen konnte. Dann gab es das, glaube ich, gegen R-Truth, was er verloren hat. Und ich weiß nicht, ob es noch eins gab. Müsste ich separat nochmal nachgucken. Aber jetzt auf jeden Fall sein härtester Gegner mit Randy Orton. Aber macht das bisher ganz gut. Hat Randy Orton hier sehr lange auch im Griff. Unter Kontrolle. Orton kann sich jetzt aber mal wehren. Schläge gegen Jinder Mahal. Schnappt sich jetzt Jinder. Und wirft ihn ins Seil. Und wir erinnern uns, Jinder Mahal, genau so hat er Ricochet besiegt. Vor einigen Wochen. Was so einfache Aktionen bringen können. Auch hier jetzt das Cover, aber nicht gegen Jinder. Aber bisher kann ich noch nicht ganz klar hier ausmachen, wer die Oberhand hat. Orton jetzt mit dem DDT. Aber Jinder versucht schnell wieder aufzustehen. Randy Orton hindert ihn dran. Es gibt einen Tritt gegen den Arm. Nochmal einen Tritt. Und jetzt geht es einmal hier an jedes Körperteil von Jinder. Und noch der Tritt auf den Kopf. Direkt das Cover hinterher. Ein Signature von Randy Orton, der noch nicht zum Sieg hilft. Oder noch nicht zum Sieg führt. Jinder kommt raus. Vielleicht noch einen draufsetzen. Randy Orton will jetzt den RKO zeigen. Jinder Mahal kontert. Orton aber schnell. Lässt nicht zu, dass Jinder hier so schnell wieder ins Match zurückfindet. Nimmt ihn jetzt nach oben und es gibt den Neckbreaker. Ah, den RKO ausgekontert. Was hat Orton jetzt vor? Man sieht ihn selten auf dem Top Rope. Es gibt einen Big Splash. Cover hinterher. One,
2 und Kickout. Noch mehr Tritte von Orton. Jetzt kann Jinder mal abwehren. Clothesline. Ah, Randy Orton mit dem Konter. Orton schneller. Jinder aber mit dem Konter. Es gibt einen Reverse DDT. Und vielleicht eine Chance jetzt mal für Jinder Mahal, hier etwas Größeres auszuteilen. Nimmt Randy Orton. Und es gibt den Koloss. Ist es das? 1, 2 und Kickout von Orton. Fast der Sieg für Jinder, aber es sieht nicht gut für Orton aus. Jinder Mahal. Orton kann kontern, ganz wichtig. Ganz wichtiger Konter hier von Randy Orton. Nimmt jetzt Jinder. Exploder. Was hat Orton vor? Randy Orton nochmal mit Tritten gegen Jinder Mahal, will dieses Match beenden und es gibt den Tritt auf den Kopf und das könnte es jetzt sein. 1, 2, 3. Randy Orton besiegt Jinder Mahal hier im Auftakt von dieser Raw-Episode und holt damit endlich mal wieder einen wichtigen Sieg. Und wir machen weiter mit einem Tag-Team-Match. Und wir sehen den Phenomenal Blitz-Clan zurück in Rot-Weiß, wie schon bei Extreme Rules. Styles heute nur als Manager dabei. Sie haben bei Extreme Rules ihre Chance nicht genutzt, die Tag Team Titel zu gewinnen, aber es war auch etwas kontrovers, wie so häufig in Tag Team Matches die letzte Zeit. Nämlich hat Austin Theory Eric gepinnt, während Murphy von Ivar gepinnt wurde, also es war gleichzeitig ein Pin, aber Ivar hat wohl eine Millisekunde schneller den Pin angefangen und deswegen ging der Sieg aufs Konto der Viking Raiders. Sehr kontrovers für diesen Phenomenal Blitz Clan. Angeführt von ihm hier, AJ Styles. Und ihr Tag Team Debüt. Hier ist die Retribution. Mace, Tiba. Und heute an der Ringseite dabei ist Slapjack. Slapjack. At a combined weight of 584 pounds. Mace and T-Bar Retribution. Mace gegen Theory. Somit beginnt dieses Tag Team Match. AJ Styles und Slapjack sind heute nur an der Ringseite als Beobachter, als Manager. Und können zugucken, wie sich ihr Team hier schlagen wird. Es gibt direkt den ersten Tag beim Phenomenal Blitz Clan. Hier kommt nämlich Murphy, der bisher auch beeindrucken konnte. Im ersten Tag Team Match und beim Titelmatch bei Extreme Rules, da hat er den Pin fressen müssen. Und wie gesagt, kontrovers. Erster Submission Lock geht schnell los hier in diesem Match. Aber ich glaube nicht, dass es das sein wird. Murphy kommt raus. Ja, ich denke mal, der Phenomenal Blitzclan auch ein bisschen genervt, dass nicht sie beim SummerSlam diese Tag-Team-Titelchance bekommen. Den Rückkampf hätten sie sich wahrscheinlich auch gerne nochmal hier verdient. Beziehungsweise eigentlich haben sie sich den ja
verdient, nachdem sie nicht wirklich verloren haben. Aber wir können nur gucken, was die Zukunft dann bringt, wie es dann weitergehen wird. Mit Titelchancen um die Raw Tag Team Titel. Jetzt hat erstmal das Hurt Business den Vortritt und wird gegen die Viking Raiders antreten. Da können wir sehr gespannt sein. Das wird auch eine Riesenshow. Wir haben jetzt schon Walter gegen Roman Reigns. Styles wird auch seinen Titel verteidigen. Gegen Nakamura, Sheamus oder Edge. Das werden wir noch herausfinden. United States Title wird on the line sein. Shelton Benjamin gegen den NXT Tournament Sieger. Jetzt dieses Tag Team Match zwischen den Viking Raiders und dem Hurt Business. Und noch so viel mehr. Und noch eine Ankündigung für nächste Woche. Ab nächster Woche beginnt jede Raw und jede SmackDown-Episode das King of the Ring und Queen of the Ring Qualifier. Ja, die Qualifier-Matches, würde ich mal sagen. Das heißt, wir sehen in den nächsten Wochen immer Qualifikationsmatches. Wer dann letztendlich ins King of the Ring-Tournament einziehen wird. Und dafür wird es dann auch ein Pay-Per-View geben in einigen Wochen. Natürlich den King of the Ring Tournament. Dann sehen wir, wer die Gewinner sein werden vom Männer- und vom Frauen-Tournament. Aber bis dahin haben wir noch viel Zeit und uns erwartet noch einiges. So, Take-Move jetzt hier von Fury und Murphy. Fury nimmt T-Bar hoch und probiert es direkt mit dem Cover. Achtung, Mace ist rechtzeitig da. Und Murphy schnappt sich jetzt Mace. Bringt ihn hier aus dem Ring raus. Und wir gucken aber in den Ring. Und da schnappt sich Tiber Fury, aber der kann kontern. Schläge gegen Tiber. Und Tiber jetzt hat mit dem Knee Strike. Tiber Springboard, der geht ins Leere. Über Fury drüber. Fury ist schnell. Fury mit dem Kick. Sieht jetzt seine Chance ist. Gibt den Finisher. Ist das der Sieg für den Phenomenal Blitzclan? Es ist der Sieg. Nein. Es ist nicht der Sieg. Ich habe dran geglaubt. Vor allem, weil Murphy sich gerade sehr gut um Mace gekümmert hat. Aber Tiber kommt irgendwie noch raus. Und jetzt der nächste Submission Lock. Soll dieses Match beenden. Murphy ist da. Aber es führt nicht zum Sieg. Match immer noch nicht vorbei. Und auch Mace sehen wir jetzt wieder oben. Und was ein Clothesline. Und das ist die Riesenchance zum Tag. Hier kommt Mace. Und was ein Spear von Mace. Kommt hier in den Ring. Es gibt direkt einen Spear. Es gibt das Cover. Und es gibt den Kickout. Match noch nicht vorbei. Aber das war schon mal eine sehr gute Aktion. Sehr guter Versuch, dieses Match zu gewinnen. Und jetzt auf dem Top Rope. Elbow. Nächster Tag mit Tiber. Tiber schnappt sich jetzt Austin Fury. Aber Fury kann kontern mit diesem Knee Strike. Schnappt sich jetzt Tiber. Es geht in die Ringecke. Und da ist der Tag. Murphy wieder drin, es gibt den Tritt. Und es gibt den Spinebuster. Nächster Tag, Murphy und Fury wechseln hier gut durch. AJ Styles guckt weiter hinzu, wie sich sein Team schlägt. Wird beim SummerSlam auch ein wahrscheinlich sehr, sehr schwieriges Match haben. Und was ein Konter. Tiber mit dem Superkick in Medea. Ja, Rolling Clothesline nicht. Wechsel auf beiden Seiten. Mace und Fury. Mace und Murphy. Ja, Fury und Tiber werden jetzt halt aber gebeten rauszugehen. Zurück in der Ringecke. Der Retribution. Und auch die jetzt mal mit einem Tag Team Move. Tiber,
T-Bar wieder regulär. Match, nächster Clothesline. Murphy. Nimmt T-Bar hoch, Murphy's Law. Ist es das? Mace ist im Ring und ist rechtzeitig da. Nächster Kick gegen Mace. Nächster Finisher gegen Mace. Ist es das oder ist T-Bar immer noch da? Murphy geht in den Ring und auch T-Bar ist da. So, Fury Sauer schnappt sich T-Bar. Und es gibt eine Powerbomb. Fury noch nicht fertig. Ist das die Chance? Zum Sieg. Versuch Nummer 4, würde ich sagen. 1, 2, 3. Nein, das ist ja nicht wahr. Da ist T-Bar noch ausgenockt gewesen. Kann nicht eingreifen und dann kommt Mace da wirklich noch raus. Murphy macht weiter. Es gibt den Knee Strike. Nächster Tag. Nächster Tag mit Murphy. Und Murphy will dieses Match jetzt ein für alle Mal beenden. Geht der durch? Der geht durch. T-Bar ist ausgenockt und das muss es eigentlich sein. 1, 2, 3. Dominanter Sieg für den Phenomenal Blitz Clan durch Murphy. Styles kann stolz sein. Und der Phenomenal Blitz Clan zeigt, wie stark sie doch sind. Kommen wir doch mal zu den anderen Teams. Zu den Viking Raiders und zum Hurt Business, denn wir sehen jetzt das Match zwischen Ivar und Shelton Benjamin. Und hier sind sie, unsere Raw Tag Team Champions. The following contest is scheduled for one fall, making his way to the ring, accompanied by Eric, representing the Viking Raiders from Chicago, Illinois, weighing in at 305 pounds, one half of the Raw Tag Team Champions. Mir fällt auf, mit Alexa Bliss noch im Main Event, Randy Orton, den wir gesehen haben, AJ Styles, Shelton Benjamin, den wir gleich sehen werden, und den Viking Raiders haben wir alle Champions oder auch Kofferträger von Raw heute in der Episode. Das war nicht geplant, aber mir fällt es gerade mal so auf. Die Champions zeigen sich also alle. So gehört sich das und wir können jetzt gespannt sein auf das Hurt Business. Und da hören wir sie. Und da sehen wir sie. Da sehen wir Shelton Benjamin. Ein großartiger United States Champion. Bisher auch der einzigste. Mal schauen, wie lange das noch hält. Und hier sind Cedric Alexander und Isaiah Swerve Scott. Also, wir können gespannt sein. Ivar hat letzte Woche in dem Handicap-Match Shelton Benjamin doch ziemlich zusetzen können. Das sah dazwischen durch echt nicht gut aus für Shelton Benjamin. Ivar hat wirklich gezeigt, was er drauf hat und deswegen jetzt hier dieses Single-Match in dieser Rivalität zwischen den Viking Raiders und dem Hurt Business. Und da können wir auch so gespannt sein auf das Tag-Team-Titel-Match beim SummerSlam. Was ein Elbow gerade von Benjamin. Klasse Start. Ja, wird jetzt überrollt von Ivar. Schreibt doch gerne in die Kommentare, was glaubt ihr, wer gewinnt? Eric und Ivar oder Isaiah Swerve Scott und Cedric Alexander, wenn es um die Tag Team Titel geht
in ungefähr 2 bis 3 Wochen. Wir können gespannt sein. Schöner Back Elbow. Ivar ist schneller, Benjamin kann aber schnell kontern. Und Gutbuster. Und noch ein Neckbreaker. Probiert's mit dem Cover. Und Kickout von Ivar. Das ist es noch nicht. Wäre auch ein bisschen schnell. Ein bisschen früh gewesen. Ivar muss man erstmal besiegen. Hat die letzte Zeit echt bewiesen, was er drauf hat. Und jetzt kann das noch komplett ins Single Match. Ein Single Match ist beweisen. Das wäre natürlich krass, wenn er den United States Champion besiegen würde. Aber er probiert es auf jeden Fall. Er gibt bisher alles. Und vielleicht kann er es auch schaffen. Probiert es jetzt mit dem Cover. Und ich dachte kurz, das wär's. Benjamin kommt nochmal raus. Und Ivar will jetzt keine Zeit verlieren. Er sieht, Benjamin ist geschwächt. Nimmt ihn hoch. Zum Samoan Driver. Und das könnte es jetzt wirklich sein. One, two. Boah. War das knapp. Shelton Benjamin kommt irgendwie noch raus. In letzter Sekunde. Also Ivar hatte bisher ein Single Match und das hat er gewinnen können. Das heißt, er ist an sich noch ungeschlagen in Single Matches. Aber Shelton Benjamin, wir wissen alle, wie gut er ist. Wir haben es die letzten Wochen gesehen. Er hat bisher auch noch kein einziges Single Match verloren. Insgesamt hat er schon 6 Siege, davon 4 in Single Matches. Also Shelton Benjamin, einer der besten. Bis hierhin. Und deswegen auch verdient United States Champion. Mal gucken, was er hier noch erreichen kann. Wird er heute seine erste Niederlage einstecken müssen, denn Ivar zeigt weiterhin, wie gut er ist. Jetzt das Cover nach diesem Back Elbow und Kickout. Achtung, Benjamin. Immer aus dem Nix, aber irgendwann habe ich ihn kommen sehen. Und irgendwie kommt Ivar da raus. Irgendwie ist es das immer noch nicht. Den Fans gefällt's. Schöner Kick. Und schöner Spinning Heel Kick. Macht gar nicht das Cover, er macht direkt weiter. Nimmt Benjamin nicht nach oben. Benjamin kontert. Jetzt nimmt er Benjamin hoch. Aber nicht zum Samoan Driver. Sondern wirft ihn ins Turnbuckle. Und jetzt Ivar. Big Boot. Und jetzt gibt es ja auch noch den Submission Lock gegen Benjamin. Wird unser United States Champion hier tatsächlich aufgeben? Achtung, Benjamin kommt raus. Und Ivar wieder schneller, nimmt Benjamin nach oben. Benjamin kontert aber und es gibt einen German Suplex. Klasse gemacht. Und jetzt Shelton Benjamin. Will das Match beenden. Der geht durch. Und das müsste es sein. Im Normalfall. Shelton Benjamin bleibt ungeschlagen in Single Matches. 5:0. Was eine Bilanz. Und Shelton Benjamin attackiert jetzt hier auch noch Ivar. Nach dem Match. Das Hurt Business zeigt Dominanz. Weiter geht's.
Und wir kommen endlich zum Single-Match zwischen Sheamus und Shinsuke Nakamura. Der Gewinner wird nächste Woche gegen Edge antreten. Es geht um einiges. Und hier hören wir die Musik von Shinsuke Nakamura. Nicht mehr King Nakamura, auch nicht mehr in Weiß. Er ist heute wieder vollkommen unser Shinsuke Nakamura, so wie wir ihn kennen. Ob das gut für ihn ist oder schlecht, werden wir jetzt sehen. Kann er Sheamus besiegen? Sheamus hatte auch schon ziemlich viele Matches. Aber auch Nakamura hatte schon wichtige und auch viele Matches. Vor allem Single Match gegen AJ Styles, was er nicht verloren hat. Aber auch nicht gewonnen. Endete in einer Disqualifikation durch Austin Theory. Und war ein sensationelles Match. Ist schon einige Wochen aber her. Und jetzt können wir gespannt sein, ob Nakamura es irgendwie wieder schafft, erneut gegen Styles antreten zu dürfen. Dafür muss er jetzt erstmal an Sheamus vorbei. Los geht es. Nakamura schnappt sich hier direkt Sheamus und bringt ihn in die Ringecke. Es ist natürlich ein wichtiges Match. Ich denke mal, ich wiederhole mich hier auch oft, aber der Gewinner wird gegen Edge antreten im direkten Number One Contender Match. Und ich bin echt gespannt, wer von den beiden sich hier heute durchsetzen kann. Erstes Cover von Nakamura. Und es geht schon bis 2 durch. Nakamura und Sheamus hatten ja eigentlich schon eine Chance auf den WWE-Titel in dem Triple Threat Match bei Backlash. Aber wie wir wissen, konnte sich der Styles durchsetzen und den WWE-Titel holen. Jetzt haben die beiden hier die Chance, gegeneinander anzutreten, um sich ein Single-Match zu verdienen gegen Styles. Und das wollen die unbedingt. Das wollen die einfach unbedingt. Deswegen können wir jetzt echt gespannt sein. Bisher macht es Nakamura sehr, sehr gut gegen Sheamus. Geht jetzt hier auch auf den Arm. Tritt geht aber ins Leere. Sheamus jetzt mal mit dem Konter und ist jetzt auch mal schneller. Bringt Nakamura nach oben. Und geht jetzt auch auf den Arm. Schöner Knee Drop. Und Dropkick. Beweist jetzt seine Power. Sit-out Powerbomb. Und gleich nochmal. Nimmt jetzt Nakamura nach oben und das sieht mir nach einem White Noise aus. Geht durch, Cover kommt. Und Nakamura kommt raus. Match noch nicht vorbei. Und Sheamus feiert sich. Befördert jetzt Nakamura über die Seile. Und schnappt sich jetzt Nakamura. Und es gibt die klassischen Sheamus Faustschläge auf die Brust. Nakamura draußen. Aber auch Sheamus sitzt draußen. Und versucht jetzt hier außerhalb des Rings mit dem Submission Lock. Kann sich da natürlich nicht den Sieg holen, aber das tut auf jeden Fall weh. Und Nakamura wehrt sich. Beide Wrestler jetzt wieder im Ring. Sheamus nimmt Nakamura hoch und der kann direkt kontern. Mit einem Knee Strike. Nimmt jetzt Sheamus hoch. Nakamura will gar keine Zeit verlieren. Es gibt den Helu, nicht den Helluva Kick. Kinshasa meine ich. One, two. Und Kickout. Ihr habt es vielleicht schon häufiger heute gemerkt, aber ich habe heute irgendwie das Reden verlernt.
Aber Nakamura hat auf jeden Fall nicht das Kämpfen verlernt. Macht hier weiter mit harten Kicks gegen Sheamus. Und der letzte geht auch noch auf den Kopf. Nimmt Sheamus direkt wieder nach oben. Zweiter Kinshasa und das müsste es eigentlich sein. One, two, three. Also ich weiß nicht, wie Sheamus es immer wieder hinbekommt. Kommt hier aus dem zweiten Kinshasa raus. Und das Match geht weiter. Das Match geht tatsächlich weiter. Was kann Nakamura noch tun? Achtung, Sheamus schnappt sich jetzt Nakamura. In die Chokebomb. Und vielleicht jetzt auch mal eine Chance für Sheamus. Ist auf dem mittleren Rope, aber Nakamura steht schon wieder. Hat Sheamus schnell realisiert. Es gibt Schläge. Es geht jetzt in die Ringecke. Und mit dem Ellbogen gegen das Gesicht von Nakamura. Auch Sheamus will jetzt mal so langsam gucken, dass er dieses Match irgendwie gewinnen kann. Double X-Handle gerade gegen den Kopf von Nakamura. Knee-Drop auf den Arm. Und jetzt Schläge gegen den Kopf. Sheamus meint es ernst. Aber es braucht vielleicht noch eine Aktion mehr. Achtung, Nakamura rennt auf ihn zu. Ist schneller als Sheamus. Beide mit dem Kick, beide ins Leere. Sheamus jetzt mit dem Bro-Kick. Kann sich jetzt Sheamus den Sieg über Nakamura holen? Kann er! Kommt aus zwei Kinshasas raus und holt sich mit dem Bro-Kick den Sieg. Damit heißt es Edge gegen Sheamus nächste Woche bei Raw. Main Event Zeit, Rhea Ripley, bisher die Person mit der kürzesten Title Reign und das wegen einem Cash-In von Alexa Bliss, die jetzt unsere Raw Women's Championess ist. Ripley will sich aber den Titel zurückholen, jetzt in diesem Titelmatch, mal schauen, ob es ihr gelingen kann. Und hier kommt sie. Alexa Bliss. Ex-Miss Money in the Bank. Und neue Raw Women's Championess. Wird sie ihren Titel so schnell wieder verlieren? Oder kann sie ihn jetzt hier verteidigen? Gegen Rhea Ripley. Superstars of any size. She's also highly intelligent, Zach, and I wouldn't appreciate you calling her the most meanest. Don't tell her. It's redundant. I never get tired of being graced by the goddess's presence. Wir verlieren gar keine Zeit. Es geht direkt los. Das letzte Match des heutigen Abends, der heutigen Raw-Episode. Rhea Ripley gegen Alexa Bliss. Introducing the champion from Columbus, Ohio, the Raw Women's Champion, Alexa Bliss. As you can see tonight, this is all about hashtag women's title. Ich bin jetzt echt mal gespannt. Das wird ein hartes Match für beide. Los geht's! Match hat begonnen. Und direkt kann Bliss kontern. Und schnappt sich jetzt Ripley. Schnappt sich die Herausforderin, die Ex-Championess. Kann sie sich den Titel zurückholen? Das wäre natürlich auch ein Riesending.
wenn Ripley die allererste wäre, die einen Titel gleich doppelt hatte. Aber so leicht wird es nicht. Und das merkt sie ja schon in den ersten Sekunden. Bliss gibt alles. Der Cash-In soll nicht umsonst gewesen sein. War ja natürlich nicht, weil sie hat den Titel gewonnen. Aber so eine kurze Title Reign will sie jetzt auch nicht haben. Da war Ripley schon etwas länger Champion. Zwar nicht viel länger, aber auf jeden Fall ein bisschen länger. Ja, wenn Bliss jetzt hier verteidigen sollte, dann hat sie eh schon mal eine Sache besser gemacht als Ripley. Und das ist den Titel zumindest einmal verteidigt zu haben. So, Achtung, Ripley jetzt schöner Clothesline. Probiert es direkt mit dem Cover. One. Und schneller Kickout von Alexa Bliss. Das ist natürlich noch nicht. Aber Ripley macht weiter mit Schlägen gegen den Kopf von Bliss. Noch mehr Schläge. Hört gar nicht mehr auf. Tritt hinterher. Jetzt steht Bliss mal. Jetzt gibt es hier eine schöne Schelle gegen Rhea Ripley. Aber Ripley kann ausweichen. Leg Drop geht ins Leere. Und Bliss geht auf den Arm von Ripley. Und Ripley mit einer unglaublichen Power. Kriegt sie den Suplex noch durch. Mit einer Hand Suplex. Double Knee. Klasse gemacht. Signature von Bliss geht durch. Cover auch. Nicht ganz. Ripley kommt nochmal raus. Und das Match geht weiter. Aber wie lange noch? Bliss geht nämlich aufs Top Rope. Das ist... Die Entfernung ist zu weit, oder? Ich glaube, Bliss ist da ein bisschen zu weit entfernt von Rhea Ripley. Aber sie hat was ganz anderes vor. Es gibt nämlich einen Elbow Drop. Und jetzt geht sie nochmal aufs Top Rope. Wieder ist die Position nicht perfekt. Ripley liegt auf ihrem Bauch etwas weiter entfernt. Steht gerade auf. Bliss geht aufs Top Rope. Was hat Bliss vor? Ripley steht, Bliss geht runter. Stumm gemacht. Landet direkt im Riptide. Und das Cover kommt direkt hinterher. Und Bliss kommt raus. Also Bliss, ich glaube, sie wollte ihren Finisher zeigen. Den Twisted Bliss, aber Rhea Ripley hat vielleicht taktischerweise sich extra nicht in die Position gelegt. Sie wusste wahrscheinlich, was kommt. Und versucht jetzt dieses Match per Submission Lock zu gewinnen. Aber Achtung, Bliss. Wehrt sich. Und auch sie kommt hier raus aus diesem Submission Lock. Wer von den Damen hat die Oberhand? Ripley nimmt sie jetzt nach oben. Und wirft sie in die Mitte des Rings. Rhea Ripley immer wieder mit Tritten. Und jetzt. Und jetzt kommt der Submission Lock. Und das könnte der erneute Titelwechsel sein. Rhea Ripley. Bliss muss da eigentlich tappen. Aber sie tut's nicht. Bliss gibt nicht auf. Schnappt sich jetzt Ripley. Und jetzt Bliss. Mit dem DDT gegen Rhea Ripley. Was ist denn jetzt los? Nia Jax attackiert Alexa Bliss. Und schnappt sich jetzt Bliss. Zur Choke Bomb. Was ist denn hier schon wieder los? Nia Jax attackiert Alexa Bliss. Dreht sich jetzt hier zu Rhea Ripley. Nimmt sie hoch. Und es gibt noch eine Choke Bomb. Und Nia Jax schnappt sich jetzt hier den Titel. Ich glaube, wir wissen alle, was sie vorhat.
Damit endet die heutige Raw-Episode. Mal wieder in einer Disqualifikation, einem Titelmatch. Es kann einfach nicht normal funktionieren. Nia Jax unterbricht dieses Match. Damit bleibt Alexa Bliss Champion. Aber ich denke mal, Ripley wird erneut den Rückkampf bekommen. Und ich denke mal, Nia Jax will jetzt ebenfalls einen Titelkampf. Wir können gespannt sein. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns bei SmackDown wieder. Ciao.